Felix, Ruhe ist der Gegenpol von Lärm. Ist eine deiner Aussagen. Weshalb kann Ruhe so unerträglich laut sein? Ich glaube nur, weil wir es nicht mehr gewohnt sind. Also wir haben ja, also wir sind es gewohnt, dass wir Tag ein, Tag aus beschallt werden, von außen quasi. Und dann gibt es aber immer noch diese Beschallung, die wir uns selber dauernd über uns oder über andere erzählen. Und die Kunst ist halt wieder dieser Balanceakt, dass wir halt hinter uns die Chance geben, dass man diese Beschallung im Außen einfach einmal ausschaltet oder sie irgendwo hinbegibt, wo diese Beschallung halt nicht da ist, in der Natur zum Beispiel. Und dass man sich dann auf diese direkte Weise mit sich selber beschäftigt. Und wenn man das wieder gewöhnt hat, wenn man das übt, wenn man das selbstbestimmt übt, dann ist diese Stille nicht so laut und unerträglich, sondern dann entdeckt man diese Stille wieder als Ressource und als unglaublich wertvolle Basis, von der man wirken kann und gestalten kann. Könnte das auch Tankstelle sein, die Stille, die Ruhe? Das ist die Frage, ob es eher eine Tankstelle ist, die man mit Wach und Tee schreibt. Mhm. Also, es ist auf jeden Fall so etwas wie ein ressourcevoller Ort, wo man nichts leisten muss, wo man völlig unproduktiv sein darf, wo man einfach einmal so sein kann, wie man wirklich ist. Und von dieser Nivellierung weg dann die Schritte wieder macht, die da sind. Um im besten Fall einen Beitrag für sich und für andere zu leisten. Felix, was meinst du mit deiner Aussage, entfache dein Feuer in dir? Naja, auf die Frage, was möchte ich wirklich tun? Wie oft nehmen wir uns für diese Frage überhaupt Zeit? Bringen wir uns überhaupt in einen Zustand, wo es Sinn macht, dass wir uns dieser Frage widmen? Also einer Frage, wo wir sagen, okay, wofür will ich das, was ich tue, eigentlich tun? Und oft ist der Umweg über dieses Wofür definitiv nicht leichter sogar. Aber dieses Feuer, das ist das, was diese kindliche Begeisterung irgendwie zum Ausdruck bringt. Und ich glaube, wir werden alle geboren mit dieser kindlichen Begeisterung und die Frage ist, wo am Weg geht uns das verloren und wo am Weg haben wir plötzlich nicht mehr die Idee, dass das eigentlich uns auszeichnet. Und dann einfach so einen Alltagstrott die Steuerung zu überlassen, ist nicht dem, wofür wir quasi da sind. Also sich zu fragen, okay, für was brenne ich? Für was begeistert mich und wofür möchte ich wirklich einen Beitrag leisten? Das ist schon das, was uns in Wahrheit in der Früh aufstehen lässt und wieder die Schritte machen, was die einfach notwendig sind. Schön. Du als erfolgreichster österreichischer Olympiasportler bist einen einzigartigen Weg gegangen. Was war so anders in deiner Karriere? Ich bin mir gar nicht sicher, ob es so ein einzigartiger Weg war. Es war einfach mein Weg. Und was war besonders? Ich habe das Glück gehabt, dass ich mir schon sehr früh genau die Frage gestellt habe, okay, was will ich wirklich tun? Und ich habe halt viele Sachen ausprobiert und ich habe viele Sachen ausprobieren dürfen. Und ich habe auch ausprobiert, wie es sich anfühlt, wenn ich im Papa seiner Werkstatt quasi mit einem eigenen Werkzeugkistel ein Getriebe jetzt lege und habe gemerkt, das ist nicht das, was ich tun will. Und dann meinen Eltern quasi den Vorschlag zu machen, ich möchte nicht Autoverkäufer oder Kfz-Mechaniker werden, sondern ich möchte nordischer Kombinierer werden, ist natürlich selbst aus heutiger Sicht noch völlig, völlig unvorstellbar. Also ich schreck mich selber oft, wo ich dieses Vertrauen hergenommen habe, weil nordische Kombination, so ehrlich muss man sein, ist bis heute kein Beruf. Und ich war ein bisschen bammel davor, wenn meine Kinder irgendwann einmal zu mir kommen werden und sagen, du Papa, ich möchte das oder das werden, was wahrscheinlich wieder kein Beruf sein wird, aus heutiger Sicht. Tatsache ist, nordische Kombination, dieser Balanceakt, dieser Spitzensport, dieser Balanceakt zwischen einerseits diesem Ausdauerkomponente und dieser hochtechnischen, schnellkräftigen Sportart, das hat mich fasziniert. Und dann habe ich es einfach da und habe einfach gewusst, okay, das ist jetzt kein Projekt, das dauert nicht 10 Tage, sondern das
Bestenfall kann das über, mein Fall so fast 2 Jahrzehnte lang gegangen. Und du hast sehr der Natur vertraut. Ja, aber ich habe natürlich eine Umgebung gehabt, die auch mir dieses Vertrauen quasi, diesen Vertrauensvorschuss quasi gegeben hat. Ich habe gesagt, du, solange es der Tag tust, wir unterstützen dich dabei. Und ich glaube, das ist ganz entscheidend, dass man auf den Menschen hinschaut, vertrauensvoll. Und dass man die Menschen bestärkt und ermutigt und im besten Fall inspiriert, so wie es der Hütter immer sagt, diese die bestärken, ermutigen, inspirieren, das ist das Einzige, was man eigentlich tun können. Wir kennen kann, motivieren, verlassen. Und wir haben aber immer die Idee, dass wir alle möglichen für irgendwas motivieren wollen, was gar nicht ernst ist. Aber die Menschen einzuladen, auch wieder Gerald Hütter, einzuladen und hinzuschauen, okay, was willst du wirklich tun? Und wo siehst du dein größtes Potenzial, dass du einen Beitrag leistest, und zwar verantwortungsbewusst für uns Menschen, für unsere Umgebung, für alles, was dazugehört. Frage zu Doping. Ist das im Spitzensport ein Thema oder auch im Breitensport oder auch in der Wirtschaft, das von außen eine Stärkung zu holen und vielleicht nicht auf das eigene zu vertrauen? Na, was ist Doping? Doping ist immer der Versuch, eine Abkürzung zu machen. Und diese Abkürzung geht weder in der Wirtschaft noch im Sport. Das geht nie gut aus, das ist die gute Nachricht. Und klar ist die Idee des Betruges oder die Idee, dass man sich irgendwas verschwindeln kann, dass man irgendwie einen Erfolg erschleichen kann, ist allgegenwärtig. Und es haut uns eh gerade diese Auswirkungen der Globalisierung haut uns eh gerade um die Ohren waschen. Also das eigene Spiegelbild, so habe ich es immer ausgedrückt, ist das, wenn du einmal betrügst, bescheißt, das bleibt immer unerträglich. Das heißt, du wirst immer in der Früh aufstehen, wirst dich anschauen und denkst, das geht sich nicht aus. Und ich stehe einfach seit Lebzeiten, und das wird sich nicht mehr ändern, für diesen gesunden und freudvollen Erfolg. Weil der bedingt dann, dass der Erfolg, also Erfolg um jeden Preis kann ja nie die Lösung sein. Und dieser Erfolg um jeden Preis sieht man, wo wir damit hingekommen sind. Und die Spitzensportmetapher ist, weil es ist schneller, höher, weiter. Und gleichzeitig habe ich die tiefe Überzeugung, wir sind durch mit dem Thema. Also es ist jetzt nicht mehr erstrebenswert, noch schneller, noch höher, noch mehr. Es braucht dieses Gesundschrumpfen auf Art und Weise. Da hat der Wirtschaftsverantwortliche, da zieht es einem alles zusammen. Aber Tatsache ist, ich habe jetzt, Dalai Lama hat so ein wunderbares Zitat gesagt, es braucht, unsere Welt braucht keine erfolgreichen Menschen mehr, unsere Welt braucht liebende Geschichtenerzähler, Heiler aller Art. Und ich glaube, dass es viel mehr von diesen, ich sehe mir ein bisschen aus dieser Geschichtenerzähler. Also, ja, ich sehe mir aus den Liebenden, heilend, können wir uns ja immer nur selber auf Art und Weise wieder ins Gleichgewicht bringen, und da können wir viel dafür tun und viel dafür weglassen. Fast noch mehr weglassen, wie wir tun können. Aber ich glaube, diese Hochleistungsgesellschaft, dieses ständige Wirtschaftswachstum, das ist jetzt, da braucht es jetzt ein Umdenken. In welcher Frage in der Wirtschaft wollen Manager gar nicht hören von dir? Ich glaube, die, was mit meiner Art zu denken, also ich sage es auch immer ganz offen, wenn es immer darum geht, dass ich einen Beitrag leisten kann für diesen gesunden, freudvollen Erfolg, habe ich viel im Repertoire. Wenn es darum geht, Menschen noch mehr zu pushen für Erfolg um jeden Preis, da habe ich nichts anzubieten. Und ich glaube, dass an der Stelle auch immer schon dann die Wege wieder in eine andere Richtung gehen. Also zu mir kommen schon die Unternehmen, die Idee haben, okay, es braucht einen adäquaten Beitrag für alle Beteiligten. Und das ist ein schönes Arbeiten, und da die Menschen zu bestärken und dann gemeinsam in die gleiche Richtung zu marschieren, ist das, was mich erfüllt, und da habe ich mein Auftrag quasi über den Sport hinaus gefunden. Und ich habe immer
dass ich das Glück habe, im Sport in einem Team zu sein, wo es uns gar nicht vordergründig um diesen klassischen Erfolg gegangen ist, sondern wir wollten Menschen mit dem, was wir tun, erreichen, berühren, auch begeistern. Und das ist uns über weite Strecken ganz gut gelungen und das versuche ich jetzt auf meine Weise halt, in dem, was ich jetzt tue, auch wieder zu machen. Zum Konstruktiven. Viele sagen ja, was sie nicht wollen, was sie nicht kennen, was nicht geht, wo die Schwierigkeiten sind, aber nie, wo die Chancen liegen. Also diese Verneinungen, wie kann man sowas in der Gesellschaft umkehren oder ist sowas umkehrbar? Wieder Chancendenker zu werden und wirklich den Fokus auf das Lebensdingliche, Förderliche zu richten. Es ist eine Entscheidung, was man trifft. Also es ist eine Entscheidung, was man treffen, ob du in der Früh aufstehst und sagst, was ist heute alles zu tun, oder ob du sagst, auf was freue ich mich heute ganz besonders. Oder ob du dir am Abend beim Einschlafen ärgerst über all die Sachen, die nicht hingehauen haben, oder ob du sagst, für welche drei Sachen bin ich denn dankbar, die sich ja so Ritual entstehen bei uns daheim, wenn ich mit den Kindern schlafen gehe. Und jeder drei Sachen sagt, für die man dankbar ist. Und ich glaube, in dem Moment, wo du für das entscheidest, bist du in der Lösung. Und bist du nicht mehr Teil des Problems. Ich glaube, wir haben nur zwei Varianten. Wir sind entweder Teil der Lösung oder Teil des Problems. Und da haben wir halt viel diese Ausrede, dass man quasi die Idee hat, ja gut, ich als Einzelner, was soll ich schon bewegen? Aber jeder in seinem, aus seiner kleinsten Zelle aus, haben wir die größte Wirkkraft. Ich habe da immer das Bild vor mir, wenn du dann starr ins Wasser reinhaust, du kannst es nicht verhindern, dass die Wellen sich ausbreiten. Und ich glaube, mit diesem Bild lässt es viel leichter den Beitrag leisten. Und der kleine Beitrag, den man stetig wiederholt, mit dem Faktor mal 365, die kleinen Beiträge, die wir wirklich in den Alltag bringen, die sind die, was wir wirklich eine Kraft haben. Und das ist ein bisschen wie Training. Also einmal Liegestütz machen, kriegst du auch noch keine wahnsinnige Kraft, aber wenn du halt so jeden Tag deine paar Liegestütze machst, dann macht es einen Unterschied. Und ich glaube, auf die Art und Weise darf man ressourcevoll, lösungsorientiert, wohlwollend, wertschätzend mit uns und deshalb mit anderen umgehen. Was verbindest du mit dem Wort Reichmut? Reichmut. Reichmut, was verbinde ich? Reich ist schon mal eröffnet eine Riesenklammer, wie definieren wir jetzt wirklich Reichtum? Und wie definieren wir Mut? Und was sich immer mehr ausstellt, ist, weniger ist mehr. Also wirklicher Reichtum ist für mich, wenn es mit vermeintlich wenig Sachen wirklich ein zufriedenes Leben kannst. Und mutig, glaube ich, sind wir immer dann, wenn wir wirklich Schritt für Schritt den Weg weitergehen und selber treu bleiben dabei. Und nicht unsere Seele verkaufen für irgendwas. Und ich glaube, die Kombination Reichmut ist sowas wie, sehr großes Wort, aber sowas wie wahrhaftig. Und ich glaube, dass man, wenn wir wieder unser Leben wahrhaftig gestalten, dann haben wir wenig Spielraum für Abkürzungen, dann haben wir wenig Spielraum für unehrliche Sachen und dann haben wir wenig Spielraum gegen uns und die Natur und andere zu arbeiten, dann sind wir, glaube ich, alle sehr schnell gemeinsam wieder am richtigen Pfad, wo es wieder in Richtung dieses gesunden und freudvollen Erfolgs geht. Thema Arbeit, Selbstständigkeit. Wenn sich jemand selbstständig macht, kommt ja sehr oft vom Umfeld auch wieder der Risikofaktor. Und da würde vielleicht das Wort Reich, Mut gut passen. Du bist reich an Mut. Und deshalb gehst du das in dem Sinn an, diese Fokussierung. Hast du da irgendwas Ermutigendes für junge Unternehmer oder Menschen, die sagen, ich will außer aus der Komfortzone und möchte mein Leben selber gestalten, was oft mit Selbstständigkeit und Anführungszeichen verbunden ist? Naja, es ist jetzt nicht mehr neu, dass Veränderung immer außerhalb dieser bequemen Zone passiert. Und handlungsfähig sind wir dann, wenn wir halt wirklich Eigenverantwortung übernehmen und Eigenverantwortung im Sinn von verantwortungsbewusst. Also, ja, wieder zurück zum Ausgang. Was will ich wirklich tun? Und was will ich definitiv nicht tun? Und was erfüllt mich?
das wird die Frage, ob das an die Selbstständigkeit geht oder ob das einfach nur in eine andere Richtung geht und bricht aus einem System, wo man sagt, das fühlt sich eh schon lange nicht mehr an. Und all jene, die da quasi dagegen reden, sind meistens die, die halt selber nicht mutig genug sind, um diesen wahrhaftigen Schritt zu machen. Also ja, meine Empfehlung ist immer, erstens, nimm dir die Zeit, dass du wirklich in einen ressourcevollen Zustand kommst, dass du sagst, okay, jetzt bin ich im Soft und jetzt bin ich so klar, dass ich in einer Umgebung, wo ich einfach wirklich Entscheidungen treffen kann, die meine Entscheidungen sind, und dann einfach Entscheidungen treffen und wieder Schritt für Schritt gehen. Also es braucht immer dieses echte Commitment. Und als Sportler wachst du quasi mit diesem echten Commitment auf. Es ist ein echtes Commitment, wenn du sagst, nein, ich übernehme den elterlichen Betrieb nicht, wo quasi alles vorbereitet war, sondern ich werde ein deutscher Kombinierer. Und echtes Commitment heißt aber auch, wenn ich mich für, ich möchte jetzt gar nicht so nahe treten, aber wenn ich mich jetzt für einen stinknormalen Job entscheide, wo ich jeden Tag um 8 Uhr reingehe und meine Sachen tue und 5 wieder heimgehe, auch das braucht echtes Commitment. Und ich möchte nicht sagen, der Job ist besser wie der Job, sondern es braucht immer wieder dieses Bewusstsein, alles braucht echtes Commitment. Also ein langweiliges Leben, ein Leben, wo ich keinen Beitrag leiste, ein Leben, wo ich gegen die Natur arbeite, wo ich Erfolg um jeden Preis anstreben würde, auch das braucht echtes Commitment. Und dann musst du auch die ganzen Auswirkungen nehmen. Und die andere Richtung ist, es braucht halt auch echtes Commitment, wenn du sagst, okay, ich möchte jetzt mich verändern, ich möchte einen neuen Weg einschlagen. Veränderung ist nicht. Viele haben mit Veränderung zwingend sowas Ungemütliches, sowas. Veränderung ist ein menschliches Bedürfnis, das darf man nicht vergessen. Und ungemütlich wird es immer dann, wenn man so weiter dann, wie man weiter dann, und ihr wisst, das geht nicht gut aus, dann wird es wirklich ungemütlich. Weil dann werden es irgendwann einmal der Körper sagt, du, jetzt lass ich mir das einfallen, dass du halt in die Veränderung gezogen wirst. Also noch einmal, die in einen guten Zustand bringen, Entscheidungen treffen, wissen, dass es sowieso immer echtes Commitment braucht. Und ich habe jetzt unlängst von Dirk Nowitzki beim Laureus Award gehört, man kann viel streiten über, das war dieser Basketballer, beste Basketballer ever in der NBA als Ausländer halt. Und der hat gesagt, man kann viel diskutieren über den Anteil von Talent und den Anteil von Arbeit. Fakt ist, der Riesenlöwenanteil ist immer diese Arbeit. Dieses Üben, dieses Trainieren, dieser Schweiß, dieses stetige sich weiterentwickeln. Und dann hat er gesagt, that's why you better love it. Also deshalb ist gescheit, wenn dann gleich das, was man wirklich, wo uns das Herz aufgibt. Gedanken. Wir denken ja sehr, sehr viel automatisiert, so um die 95%. Haben Gedanken Auswirkungen auf uns oder Gedankengefühle? Wird das Realität oder wie würdest du den Körper in Verbindung mit Geist und Seele sehen? Naja, wenn das nicht zusammengehört, dann waren wir ja wirklich erschossen. Also Gott sei Dank gehört dieses, wir haben Feedback-Instanz Körper, der uns dauernd rückmeldet. Wir haben Feedback-Instanz Gefühle, der uns auch dauernd rückmeldet. Wir können schon ignorieren und sabotieren, das ist eher erklärt. Bringt nur langfristig nichts. Man wird halt dumpf und dauerbrunt. Und unser Geist wird tendenziell klarer, je klarer wir in Kontakt sind auch mit Körper und Gefühle. Das heißt, für mich ist Erfolg eigentlich immer nur das, was aus unseren Gedanken, Gefühlen und Handlungen erfolgt. Und an der Basis sind diese Gedanken. Und wenn ich halt mit der Führung entscheide, dass ich den ganzen Tag nur Blödsinn denke, dann werden meine Handlungen entsprechend ausschauen, werden mich entsprechend fühlen, meine Handlungen werden ausschauen, und kommt das entsprechend raus. Wenn ich aber sage, du, ich kann meine Haltung so verändern, dass sie meine Gedanken verändern. Es gibt immer den Spruch, so wie du gehst, so geht es dir. Also man kann sich selber wunderbar den ganzen Tag dabei zuschauen, wie geht denn eigentlich. Wenn immer von außen zuschauen, dann schaut es noch Zuversicht aus, noch Umsetzungskraft aus, noch Gelassenheit aus, noch Vertrauen aus oder schaut es aus wie Resignation oder whatever. Das heißt, uns gibt es nur als Ganzes, Gott sei Dank. Und von dem her gilt es auch, uns als Ganzes, uns um uns als Ganzes zu kümmern. Die
technische Welt dann eine Frage. Die ist ja sehr dienlich, erleichtert uns vieles. Bei den Jungen ist sie halt sehr, sehr dominant geworden und oft wenig Naturbezug damit verbunden. Wir machen sowas wie einen Medienurlaubstag. Also einen Tag, dritte Sonntag im Juli, laden wir Österreich ein, Standby-Modus am Handy, keine Medien, also wirklich einen anderen Tag zu erleben. Was hältst du davon? Ich glaube, es ist schon fast ein bisschen außer, wenn man sagt, die Jungen. Weil, nein, es betrifft uns Erwachsene genauso. Und die Jungen lernen von uns Erwachsenen. Also, es ist ein Riesenhilfsmittel. Gleichzeitig ist die Frage, haben wir die technischen Geräte im Griff oder sehen wir uns? Und es ist wieder ein Balanceakt. Also, es ist wieder die Entscheidung, die man trifft. Schaffe ich für mich, für meine Familie, für mein Umfeld Regeln oder committen wir uns wieder auf was, wo wir sagen, wenn wir essen gehen, committen wir uns darauf, dass wir die Handys einfach im Auto lassen, zum Beispiel. Oder wenn man einfach daheim ist, dass es einfach kein Handy gibt am Tisch. Und dann siehst du auch vom Esstisch nicht zum Fernseher, weil da steht auch der Ofen dazwischen. Also, ja, eigenverantwortlich wieder einen Umgang finden, wo es uns wirklich dient und nützt und wo es uns nährt und nicht, wo es uns Kraft kostet und wo wir merken, es zieht uns eigentlich den Stöpsel raus. Und Medienfasten ist, also wie ich angefangen habe mit den Seminaren, das war 2011, da waren, wenn es ums Thema Verzichtung ist, war hauptsächlich noch Nikotin, Alkohol, dort und da mal Fleisch. Wenn man jetzt dieselbe Schablone drüber legt, ist es fast ausschließlich dieser Medienverzicht. Und gar nicht das Fernsehen, sondern vielmehr einfach wirklich Handy daheim lassen. Und zwar, wenn ich eine Woche wegfahre, also das Handy daheim, einen Laptop gar nicht mitnehmen, WLAN ausschalten, also soziale Medien fasten. Die Leute tun es natürlich, tut uns das gut. Und gleichzeitig werden wir diese digitale Welt aus unserer Welt nicht mehr rausbringen. Also es macht ja keinen Sinn. Aber es gibt halt immer nur diese analoge Welt. Und wir Menschen sind verantwortlich, dass wir diese Brücke wieder mal bauen. Und entsprechend beide Welten halt miteinander verbinden. Ja. Und das ist halt wie bei allem das gesunde Maß. Das Entscheidende. Wir haben ja wenig Raum für Neues, weil der Tag durchgetaktet ist. Und bei den Kindern ist es halt oft so, die haben noch gar keinen einzigen Tag ohne Technik erlebt, im Gegensatz zu unserer Generation. Und das wäre vielleicht also die Frage jetzt, was würde passieren, wenn darum bewusst Kinder einmal einen Tag sagen, ich verzichte drauf, wie begegnen wir uns, was passiert, wie organisieren wir uns, um da dann vielleicht zu sagen, hey, das könnte ja durchaus einmal cool sein, ohne jetzt zu sagen, das andere hat keinen Raum mehr. Rein als Experiment vielleicht. Also es ist eh schon allgegenwärtig, das neue Hightech ist Low-Tech. Also ich erlebe immer wieder Vortragende, die quasi im Vortrag wieder die Leute aufs Handy bringen wollen, damit irgendeine Umfragegeschichten gemacht werden. Und du siehst, du verlierst jetzt in dieser Live-Begegnung sofort wieder die Leute. Das heißt, für was mache ich noch Live-Begegnung? Also ich bin da wirklich sehr Low-Tech unterwegs und ich genieße auch diese menschliche Begegnung, die da, der Raum, der da entsteht. Und ja, meine Kinder sind Gott sei Dank noch ein bisschen zu klein für, und klar, dann geht es auch, sie sehen es auch an uns, aber es gibt halt auch da haben wir ein Büro und wenn am Handy gearbeitet wird, dann sage ich, du, ich muss jetzt 10 Minuten brauchen und dann bin ich ganz für die da. Also die Kinder brauchen auch nicht 24 Stunden unsere ganze Aufmerksamkeit, die sind mit 20 Minuten volle Aufmerksamkeit echt wieder genährt. Das heißt, man kann schon so ein paar so Rituale installieren. Meine Tochter zum Beispiel, das war das Ausgehen von einem Kroatienurlaub, wo wir in der ersten Reihe fußfrei am Meer gelegen sind und dann haben wir geschaut haben die Reihe und dann waren einfach die meisten haben nicht aufs Meer geschaut, sondern wieder aufs Handy. Und dann habe ich mir mit meiner Größeren ausgemacht, die war damals vielleicht 3,5 oder was. Und dann kann er, wenn du so siehst und du merkst aber, dass er mit dir Zeit verbringt und sagt bitte zu mir, Papa, kannst du bitte deine volle Aufmerksamkeit mir schenken und nicht dein Handy? Und sie hat dann gleich gesagt, Papa, ich sagte so, kannst du bitte deine volle Aufmerksamkeit mir und meiner Schwester Therese schenken und nicht dein Handy? Und wann immer sie mit dieser Redewendung jetzt herkommt, fühle ich mich ertappt, wie in der Schule, wenn du so versucht hast, irgendwie, keine Ahnung, zum Nachbarn mitschauen.
ob nicht der schon was mehr hingeschrieben hat wie ich selber. Verwirrend, ja. Also, wie gesagt, es ist auch bis, wir wollen gänzlich mit Menschen ohne diesen erhobenen Zeigefinger auskommen. Das heißt, auf humorvolle Weise, und sie macht es sehr auf humorvolle Weise, das ist die Tonlage schon, die Papa, da weiß ich schon genau, was kommt, können wir es nehmen und dann können wir was verändern und können uns wieder rein committen. Und, ja. Schön im Miteinander. Was ist für die Familie, Felix? Ja, Familie ist die Basis. Familie ist. Familie darf aber gleichzeitig keine Ausrede sein, dass wir uns um unsere Gesellschaft nicht mehr kümmern. Also so sie abzukapseln, davon hätte jetzt auch nichts. Aber Familie ist natürlich, die fängt wahrscheinlich in uns an. Also wenn es keine Familie gäbe, gäbe es uns alle nicht, weil es hat immer Mama und Papa braucht, damit es uns gibt. Und es hat Oma und Opa braucht, damit es Mama und Papa gibt. Und es geht auch so weit, als wir sind verbunden. Und Familie ist natürlich schon so dieser, es ist einerseits dieser Rückzugsort, die Hoffnung dieser heilen Welt und gleichzeitig ist in der Familie sind alle Challenges drin, die du halt irgendwie meistern darfst. Und von dem her bleibt Familie auch ein lebenslanger Prozess und ja, es geht immer ums Beitrag leisten, um auf deiner eigenen Hüfte deinen Beitrag leisten, die anderen auf ihrer Hüfte ihren Beitrag leisten zu lassen. Du hast Gehirnforscher Gerhard Hütter erwähnt. Was ist kommunale Intelligenz für dich? Kommunale Intelligenz ist wahrscheinlich das, dass wir wirklich wieder ein bisschen gesund schrumpfen, dass wir den Tellerrand so weit aufspannen, dass wir auch den Fokus haben, was darf aus Gemeinde tun, aus Kommune tun, damit sich unsere Einheimischen wirklich wieder daheim fühlen. Und wir dann wahnsinnig viel in unserem tourismusgeprägten Land für den Tourismus, alles wird für den Touristen, für den Touristen, für den Touristen. Und auf uns vergessen wir doch gern. Also wir haben lieber die Vermietungszimmer voll, und als wir, dass man sagt, hey, wie schaut es mit der, wie fühle denn ich in mir den Raum eigentlich noch aus? Das heißt, man braucht jetzt kein Hellseher sein, wenn diese touristische Entwicklung so weitergeht, dann wüsst auch da her immer voll erfahren. Das heißt, es ist wieder notwendig, dieses Gesundschrumpfen im besten Sinne. Und ich bin ein Fan davon, dass wir in Liebe, in Freiheit und in Fülle leben. Und ich glaube, das ist grundsätzlich genug da für alle. Aber es braucht einfach diese Idee, dass man diesen eigenen Bauchnabel von sich selber, aber auch als Gemeinde, als Region, dass wir den immer mehr aus dem Fokus verlieren und immer mehr die Haltung haben. Okay, wir sind definitiv alle miteinander verbunden. Und das, was wir da heute uns selber, unserer Umgebung, schlecht zu tun, das hat Auswirkungen. Und das hat auch Auswirkungen, wenn wir einen Beitrag leisten für alle auf der ganzen Welt. Felix, vielen Dank fürs Gespräch. Dankeschön.